Hallo zum Workout 2. Und heute dreht sich alles um den Oberkörper. Was ihr heute dafür braucht, ich habe hier ein bisschen was angeschleppt. Und zwar entweder Waschmittel als Gewicht für euch. Das für die etwas stärkeren unter uns im Endeffekt. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen kleinere. Ich glaube, es gibt noch kleinere davon. Ihr habt bestimmt jetzt alle vorgesorgt und alle irgendwas zu Hause. Ihr könnt aber auch zwei Wasserflaschen als Gewicht nehmen für die Anfänger unter uns. Ich werde mal wechseln. Es gibt ein paar Übungen, wo ihr vielleicht das leichtere Gewicht nehmen wollt, anstatt das schwere. Dann nehmt ihr einfach zwei Wasserflaschen und für die ganz harten unter uns. Es werden vielleicht nicht alle Übungen damit funktionieren, aber ihr könnt natürlich auch einen Wasserkasten nehmen oder auch gerne, ich habe jetzt hier so zwei geteilte, die sind aber so, eigentlich super gut, weil die könnt ihr teilen in der Hälfte. Falls ihr jetzt die nicht zu Hause habt, müsst ihr die natürlich nicht einkaufen gehen, aber ihr könnt damit super, super gut auch den Bizeps trainieren. Alles möglich, auch rudern. Solche Geschichten machen wir nämlich heute. Wie gesagt, jederzeit auch einfach nur mit Wasserflaschen möglich. Ich wechsle zwischen Wasserflaschen und Waschmittelflaschen. Und genau. Ansonsten einen Stuhl oder ich habe jetzt hier einfach mein Kästchen aus dem Schlafzimmer geholt. Ihr könnt einen Stuhl nehmen, ihr könnt aber auch eure Couch wieder nehmen, irgendwas, wo ihr, wenn ihr möchtet, für die Fortgeschrittenen in die Erhöhung hier kommt, dass ihr hier in der Erhöhung einfach im Stütz seid, müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen als Anfänger. Ihr könnt auch einfach hier unten wieder in den Stütz gehen. Ihr könnt auch jederzeit wieder in diese erhöhte Position gehen für die ganz Anfänger unter euch. Dann habt ihr nicht so sehr die Belastung auf den Schultern. Ihr könnt jederzeit variieren, also wie gesagt Stuhl, irgendein Kasten, wo ihr euch auch gerne dann drauflegen könnt. Für Chest Press werden wir machen, Bankdrücken im Endeffekt, Chest Flies werden wir machen. Irgendwas, wo ihr euch auch drauflegen könnt. Ihr könnt, wie gesagt, jederzeit auch auf eure Couch gehen. Ihr könnt natürlich auch auf den Boden gehen. Nur kommt ihr hier natürlich nicht so tief, weil irgendwann ist der Boden da. Ja? Ist aber auch alles möglich. Ihr könnt auch hier arbeiten. Geht alles. Wir brauchen nicht viel. Eine Matte gerne für eure Knie, wenn ihr braucht, für die Liegestützen. Und ansonsten, ich blicke mal auf meinen Spickzettel. Ansonsten natürlich wieder Motivation und Musik. Wie gesagt, ich kann ja leider keine Musik machen, aber bitte schaltet euch gerne Musik ein. Ansonsten brauchen wir nichts. Heute wird der Timer erhöht. Denn es geht um Kraft und nicht so viel Cardio. Es gibt zwar am Ende hin dann nochmal ein paar Cardio-Elemente oder zwischendurch, aber tendenziell eher weniger als gestern. Deswegen haben wir einen Timer von 50-10. Ihr habt wirklich nur 10 Sekunden Break zwischen jeder Kraftübung. Ich habe zwei Alternativen, wie ihr jetzt das Workout für euch gestalten könnt. Entweder startet ihr gemeinsam mit mir mit der ersten Übung und macht immer gleichzeitig das, was ich mache. Oder ihr startet jetzt in der ersten Übung einfach nur in der Stützposition im Plank und haltet euch. Ihr könnt auch gerne in den Unterstütz gehen und hier unten euch halten. In der Zeit könnt ihr eigentlich gucken oder ganz schön gucken, was ich als nächste Übung mache. Ihr könnt euch in Ruhe darauf vorbereiten, euch überlegen, was ihr jetzt am Gewicht vielleicht nehmt und müsst das vielleicht nicht in den 10 Sekunden machen und arbeitet dann immer parallel zu mir sozusagen. Genau, also ich mache die erste Übung, ihr seid im Stütz, dann macht ihr die erste Übung, ich komme mit der zweiten Übung und ihr könnt schon wieder ein bisschen besser vielleicht gucken, was als nächstes kommt. Die Wahl habt jetzt ihr, entscheidet, wie es für euch einfach einfacher ist. Ich habe es früher oft so gemacht in meinen Homeworkouts sozusagen. Mir fiel das immer einfacher, dann konnte ich einfach ein bisschen besser gucken, was als nächstes kommt. Okay, ich hoffe, ihr seid aufgewärmt. Wenn ihr nicht aufgewärmt seid, dann bitte auf Stopp drücken und euch aufwärmen, denn ich bin aufgewärmt und ich starte jetzt gleich ins Workout. Denn wir beginnen
wie gesagt, entweder ihr im Stütz oder gleich mit mir. Und zwar mit einer Liegestütz, damit wir schön die Brust und die Arme und die Handgelenke und alles schön aufwärmen. Und einen Schulter-Touch. Also, wir machen eine Liegestütz, danach Schulter, Schulter und wieder tief. Schulter, Schulter und wieder tief. Mädels, natürlich jederzeit auf den Knien. Setzt die Knie einfach ab. Wichtig ist mir, dass die Ellbogen immer nach hinten führen und nicht hier so zur Seite oder, was ich oft sehe, der Kopf zum Boden kommt. Denkt immer daran, die Brust will zum Boden. Und wenn ihr nicht so tief kommt, ist das gar nicht so schlimm. Hauptsache, die Brust arbeitet und nicht hier der Kopf. Und die Überstreckung dann hier in den Schulterbereich. Das ist die erste Übung, mit der ich starte. Ihr startet entweder mit mir oder in dem Stütz. Und ich werde dann die letzte Runde mit dem Stütz nochmal beenden, so dass die wieder natürlich gleichzeitig aufhören, die jetzt eine Übung nach mir starten sozusagen. Wir haben 10 Sekunden. Das Workout wird echt mega mäßig, es wird geil. Eins, ich glaube, meiner Favorite Workouts. Ich mag Oberkörper trainieren und ich hoffe, euch und vielleicht euren Männern unter euch Mädels hat es auch Spaß gemacht dann am Ende oder macht es Spaß und ich hoffe, sie ziehen mit. Also 10 Sekunden. Wir beginnen mit Push-Up, Schulter-Tap. Ich mache mich schon mal bereit. 3, 2, 1, los geht's. Tap, tap. Push, tap, tap. Tap, tap. Denkt daran, wie gesagt, die Ellbogen führen leicht nach hinten und nicht so zur Seite weg. 30 Sekunden. 25. 25. Krafttag, ihr habt es euch gewünscht. Dann gibt es den Krafttag. Ihr könnt natürlich jederzeit, wenn ihr irgendwann auch die Männer unter euch, wenn ihr nicht mehr könnt, kommt auf die Knie und macht einfach hier weiter. Bringt die 50 Sekunden rum. 3, 2, 1, sehr schön. Next one. Wenn ihr könnt, fortgeschritten seid, dann bringt eure Beine jetzt auf die Erhöhung. In den Einarmstütz, ihr stützt euch mit einer Hand und rudert mit der anderen nach hinten. Bringt das Gewicht einmal nach vorne. Und wieder rudern nach hinten. Wie gesagt, Mädels, unter euch. Hier geht das auch. Geht auch im Kniestütz. Rudern nach hinten. Einarmig halten. Ihr könnt auch in die Erhöhung hier gehen. Hier habt ihr es nochmal einfacher. Nach hinten. Und vor. Ich zeige euch einfach mal die Varianten, die ihr habt. Und wenn ihr jetzt eine nach mir gestartet habt, könnt ihr eben da ein bisschen besser drauf hören. Vielleicht auch sehen. Oh. Puh. Sehr schön. Andere Seite. Da müsst ihr jetzt gar nicht so viel aufpassen, beziehungsweise könnt nochmal sehr gut euch kontrollieren. Setzt gerne die Knie ab, wenn es nicht geht. Huch. Einmal nach vorne bringen das Gewicht und nach hinten rudern. Also nicht nur zum Boden absenken gerade, sondern nach vorne schieben und hinter. Bauchspannen. Merkst du in der Übung, du hast keine Kraft mehr. Komm nach unten. Nimm die Variante. 20 Sekunden noch. Zieh durch. Kraft. Angesagt. Danach folgt mal eine Cardio-Variante. Auf geht's. 10 Sekunden. Wow. Oh. 3, 2, eine hier unten noch und die letzte. Hier konntest du, wenn du jetzt die zweite Wiederholung hast, jederzeit natürlich auch einfach nur die Wasserflasche. Wählt euer Gewicht. Halbe Burpees mit Hands up. Wir kommen einmal, ich zeige die Anfänger, hier rein, bringen die Hände einmal nach oben, euer Rücken ist in der Länge. Wieder Hände nach hinten, hinterspringen und vor. Fortgeschritten ist gesprungen. Ihr bleibt tief. Der Po bleibt tief.
Ihr seid hier nicht in dieser Position, okay? Schiebt euren Po nach unten, richtet euch auf, Hände weg vom Mund. Sehr schön. Die Cardio-Variante, wer gestern Beine gemacht hat, merkt es wahrscheinlich jetzt auch ordentlich in den Oberschenkeln. Auf geht's. Kommt. Und break. Sehr schön. How about the hands up? Next one. Wir rudern noch einmal. Diesmal rudern. Und dann ein Front Lift nach vorne. Noch einmal nach hinten. Und jetzt gerade nach vorne anheben. Mit dem Waschmittel funktioniert es nicht ganz gerade nach vorne anzuheben. Ich zeige es einmal mit der Wasserflasche. Da geht es ein bisschen besser. Oh, ist ja gleich leicht. Und gerade an. Hinter, gerade an. Und wenn ihr wieder merkt, geht nicht, kommt gerne hier auf die Knie, rudern, Frontlift. 3, 2, 1. Andere Seite. Ich muss einmal das Fenster öffnen. Es ist heute verdammt warm hier. Auf geht's. Rudern. Ich probiere es jetzt mal nochmal mit der Waschmittelflasche. Rudern. Frontlift. Row. Frontlift. Wow. Mit der Wasserflasche ist es besser. Auf geht's. Vom Gewicht wäre es zwar gut, aber vom Handling her nicht. Auf geht's. Kommt jederzeit auf die Knie. Komm. Ich komme runter. Und noch 8, 3, 2, 1. Sehr schön. Wählt wieder. Ein Bein stellt ihr vor euch auf. Kippt mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Und wir machen Fleiß. Wenn ihr jetzt noch in der Übung zuvor seid, rudern Frontlift. Jetzt Fleiß. Ihr könnt natürlich auch ausprobieren, ob ihr die Flasche irgendwie anders greifen könnt wie ich. Auf geht's. So ist besser. Langer Rücken. 25. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Gewicht das ist. Kommt. 15. Und wenn jetzt eure Männer noch sagen, man kann ohne Fitnessstudio kein Gewichttraining machen, dann hoffe ich, dass ich ihnen jetzt das Gegenteil beweise und dass sie genauso schwitzen wie ich. Also, Frontlift, Fleiß, Flügelchen. Next one. Für mich, ihr seid dran mit Fleiß. Push-up. Noch einmal. Liegestütz. Wir drehen uns und berühren unseren Fuß. Wieder zurück. Liegestütz. Drehen. Fuß berühren. 30. Ich mache enge Liegestütze gerade für den Trizeps. Das ist die schwerere Variante, Mädels. Zumindest für unsere Mädchen ist das schwerer. Auf geht's. Durchziehen. Drei, zwei, eins. Und das Gute ist, ihr könnt natürlich jederzeit auch trinken aus den Flaschen. Wieder Bein aufstellen. Diesmal keine Flies, sondern wir rudern wieder mit den Ellbogen nach hinten oben. Ich nehme mal hier wieder ein bisschen anders. Und nach hinten rudern. Und das geht jetzt natürlich auch mit den Wasserklötzchen. Okay? Ihr könnt auch hier
Muss mal gucken, wie ihr greift. Und wenn das nicht hier unten geht, dann vorgebeugt im Stehen. Hier nach hinten rudern. Auf geht's. 10. Beim Rudern haben wir tendenziell mehr Kraft. Also, nehmt da mal eure Schweres Gewicht. Ach, die Mädels, traut euch mal ein bisschen mehr. Enge Liegestützen, jetzt müsst ihr alle eng. Die Arme führen ganz nah am Oberkörper nach hinten. Okay? Wie beim Rudern auch, passiert dasselbe jetzt bei der Liegestütze. Gerne auf den Knien. Und auch hier, die Brust kommt zum Boden, nicht der Kopf. Okay? Ich zeige nochmal die Variante, auf geht's. Brust zum Boden und wieder aufrichten. Brust zum Boden, auf. Also euer Trizeps hier hinten arbeitet, okay? Los geht's. Ohne Schnickschnack, einfach nur Liegestützen. Saubere. 13. Jeder, der noch bei der vorherigen Übung ist, schön nach hinten rudern. Im Stehen oder wieder in der unteren Position. Ihr seid dran. Push-up. Next one. Trizeps-Dip. Ihr könnt eine Flasche nehmen. Hinter den Kopf, die Ellbogen bleiben ganz nah am Kopf dran und ihr drückt nach oben. Der Oberarm bewegt sich nicht, es bewegt sich nur der Unterarm im Ellbogengelenk. Nicht einmal seitlich. Auch hier, drückt dieser Muskel, ihr wollt diesen Muskel, ich sage es immer in meinen Kursen, denkt immer an den Muskel, den ihr trainieren wollt. Dann werdet ihr den tendenziell auch anspannen. Ich schwitze schon richtig, Leute. Also Ellbogen nah am Oberkopf, am Kopf dran und nach oben drücken, okay? Next one for you. Außer du machst mit mir mit. Row. Okay. Ich nehme jetzt einmal, glaube ich, doch die Flasche. Wir kommen wieder in den Stütz. Auf geht's. Nochmal rudern. Rudern und wenn wir hier oben sind, machen wir dasselbe wie eben gerade. Wir drücken einmal nach hinten oben. Wieder im Ellbogengelenk. Tief. Rudern. Trizeps Dip. Row Dip. Row, dip. Row, dip. Und dip, komm. Kommt auf die Knie, wenn ihr euch nicht mehr halten könnt. Rudern und dip. Sehr schön. Side plank. Seitstütz. Für die Fortgeschrittenen, ihr seid hier oben in diesem Stütz, bringt den Arm hoch und tief. Anfänger, setzt euer Knie ab. Ihr könnt auch gerne ein Bein vor euch abstellen, dann habt ihr es ganz einfach. Ansonsten hier. Einfach nur den Arm gestreckt, hoch und tief. Wow. Wow, ihr merkt die Schultern. Ich tropfe. Auf geht's. Ist schon anders als Cardio, ne? Fünf Sekunden, komm. 3, 2, 1. Yes, erste Seite erledigt. Wir wechseln auf die andere Seite. Wieder. Rudern. Ich drehe mich einmal so. Rudern mit Dip nach hinten, okay? Oder Seitstütz. In welcher Variante du auch immer bist. Und Dip nach hinten. Du kannst natürlich wieder deine Füße in die Erhöhung bringen. Row, Dip. Row, Dip. Und auch das
müsste eigentlich wieder damit gehen. Row und dip. Schwerer. Row und dip. Puh. Was hier dazu kommt, dass das Wasser da drinnen oder das Waschmittel da drinnen sich so sehr bewegt und die Kraft ganz anders sich dann verlagert. Puh. Also jeder, der jetzt mit Waschmittel gerade trainiert, der weiß genau, was ich meine. 3, 2, 1, sehr schön. Seitstütz. Genau, Seitstütz. Also dran mit der anderen Seite. Seitstütz. Und gestreckt den Arm führen. Hoch und tief. Wenn ihr übrigens Probleme im Handgelenk habt und euch nicht so lange stützen könnt, kommt hier in den Ellbogenstütz. Auch hier alles möglich. Geht auch. Gerade up and down. Bauchspannung. Seite. Lasst euer Becken nicht abkippen. Anheben. Ihr liegt in einer Linie von Fuß, Hüfte und Hand oder Ellbogen. Okay? 5, 4, 3, 2. Ja, und jetzt kommt die Männerliebe Chest Press. Und das könnt ihr jetzt auch super schön mit den Wasserkästen machen. Oh, einmal ablegen, nicht hinfallen. Füße in die Luft hier oben halten. Und einmal tief und drück nach oben. Tief und hoch. Brusthöhe und hoch. Ich zerstöre hier meine Wand. Auf geht's. Wenn ihr jetzt Glasflaschen habt, dann wird das Ganze noch schöner. Und hoch, auf geht's. Und hoch. Danke, dass du gepiepst hast. Fleiß kann ich natürlich mit denen nicht machen. Fleiß werde ich jetzt mit den Waschmitteln machen. Sehr schön, ihr seid dran. Chest Press. Von der Brust nach oben drücken. Noch wieder Beine hier in die Erhöhung. Und jetzt Flügelchen nach außen und hochdrücken. Nach oben zusammen. Brust arbeitet, Mädels. Ihr möchtet die Anspannung hier in der Brust spüren. Weil ich weiß, die meisten Mädels haben da jetzt wieder Probleme vielleicht und wissen nicht, hä? Wo soll ich da was spüren? Mit Wasserflaschen spürt ihr das wahrscheinlich auch nicht so gut. Traut euch ein bisschen mehr. Nach außen öffnen. Und zusammenziehen. Puh. Wenn ich die Beine natürlich hier oben halte, arbeitet gleich noch mein Bauch mit. Puh. Und langsam pumpen die Arme. Wow. Chest Press, Flies. Ah, Bizeps. Auch hier könnt ihr gerne die Wasserkästen nehmen. Setzt euch auf euren Stuhl oder wo auch immer. Hebt gerne eure Beine an. Wir machen ein C-Sit. Wir kippen leicht nach hinten mit dem Oberkörper und machen jetzt hier Bizep Curls. Auch hier wollen wir gleichzeitig im Bauch arbeiten durch den Sitz. Gelingt euch das nicht und aus euer Level hier, es ist absolut okay. Ihr könnt auch hier arbeiten. Oh, wow, wie viele Kilo sind das? Ich werde jetzt aber gerne auf die Waage stellen. Oh, 5 Sekunden, komm. Okay, Bizep, jetzt immer noch Bizeps. Diesmal bringen wir die Arme jetzt nicht hier, sondern wir öffnen sie leicht nach außen und bringen die Arme hier in den Bizeps. Oh Gott, da werde ich nicht viele machen. Auch wieder nach hinten leicht beugen, Bauch halten, aber Arme nach außen aufbringen. Oh Gott, wir wollen den anderen Bereich des Bizeps.
Wir haben ja da zwei Köpfe, zwei Muskelköpfe. Boah! Also ich merke es jetzt sogar mit den Wasserflaschen nach dem schweren. Also ihr könnt jederzeit auf das Leichte wechseln wie ich. 4, 3, 2, 1. Also diesmal nach außen öffnen und hier. Normalerweise ist es hier vor dem Körper. Jetzt nach außen öffnen, okay? Anheben, Bizeps. C-Sit, das Gewicht vor dich bringen und du öffnest einmal Arme und Beine zur Seite. Du kannst auch als Anfänger gerne hier Beine am Boden einmal öffnen, schließen ab, öffnen und wieder tief bringen. Immer mal wieder zur Entspannung. Ansonsten hier. Kannst auch die Gewichte hier zueinander. Die Hand Innenseiten zeigen zueinander oder auch gerne hier zur Decke. Es bleibt jetzt dir überlassen. Auf geht's. 3, 2, 1. Wow. Ich brauche mal ganz kurz einen Schluck. Ich versuche es mit dem schweren Gewicht. Einmal Schulterpress im Wechsel. Wir halten uns wieder hier im C-Sit. Schulterpress, Single. Immer im Wechsel. Rechts, links. Du kannst auch gerne ein Bein oben halten, das andere unten lassen. Rechts, links. Wow. Meine Schulter und brennen. Oh. Und der Schweiß läuft mir ins Auge. Hey, kommt. 12. Durchziehen, komm. 2, 1. Oh. Ich nehme jetzt wieder leichteres Gewicht. Die Handflächen gucken zu dir, also zum Gesicht. Du hältst die Hände hier vor dem Körper, kommst wieder in den C-Sit und drückst jetzt beide Arme nach oben. Einmal öffnen zur Seite und wieder beide Arme hoch. Die Hand Innenseiten blicken zu dir. Und da schwöre ich euch jetzt, bei Gott, diese kleinen Wasserflaschen reichen jetzt gerade echt aus. Öffnen und press. Press. Press, komm. Eins. Also press up und dann einmal öffnen. Geht auch hier. Press up, öffnen. Ohne den C-Sit, ja? Wenn euch der schwer fällt zu halten. Single. Diesmal wieder. Wieder Handinnenseiten zeigen zu euch. Jetzt press up, single und ihr zieht euer Bein immer wieder ran. Immer im Wechsel. Oh. Und wenn euch irgendwann das Gewicht auch zu schwer wird oder die Wasserflaschen, dann arbeitet hier, okay? Einfach nur ohne. Geht auch. Und ihr könnt auch ein Bein wieder ab, eins an, eins ab, eins an. Geht auch. Alles möglich. Auf geht's. Komm. 14. Ich sage euch, wir brauchen für Krafttraining, brauchen wir kein Utensilien zu Hause. Wir müssen uns keine teuren Gewichte kaufen. Wir bleiben hier sitzen, machen jetzt wieder einen Row und ein mal Flügel nach außen. Okay? Rudern, Flies, los geht's. Da könnt ihr jetzt gerne auch erstmal das Schwerere nehmen. Setzt euch ganz außen an die Kante. Rudern, Flies, Rudern, Flies. Oh.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch hier die Arme für die Flies einmal drehen. Die Handrücken gucken nach vorne und ihr rudert hier nach hinten. Mit dem ist es jetzt sehr relativ schwer. Ich schaffe es gar nicht, das anzuheben in der Variante. Also einmal hier, dann dreht ihr die Handflächen nach vorne und rudert hier. Okay? Alles möglich, ich versuche es nochmal. Es sind eh noch 4 Sekunden. Okay, ich tropfe schon. Puh. Kleines Gewicht. Auch für die Männer würde ich jetzt ein kleines Gewicht empfehlen. Die Ellbogen sind nah am Oberkörper dran. Und die wollen jetzt davon auch nicht weg. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie Zeitungspapier zwischen euch und es soll nicht fallen. Öffnet hier die Arme zur Seite nach außen. Wir wollen hier in die Rotatorenmanschette, die hier sitzt. Okay? Einmal nach außen und wieder rauf. Und da brauche ich kein schweres Gewicht. Aber wichtig ist, dass die Ellbogen hier fest am Körper dranbleiben und nicht hier nach außen gehen. Okay? Ich will nicht das sehen. Ich will nicht, dass hier eine Lücke entsteht. Das bleibt hier dran. Hier. Und dann werdet ihr das auch richtig ordentlich merken. Auch mit, wie gesagt, kleinem Gewicht. Da braucht ihr kein schweres. Oh. 3, 2, 1. Schulter Press Up Single. Jetzt ohne Bein anheben. Wir bleiben hier einfach sitzen. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Schweren. Los geht's. Ihr seid dran. Rotatorenmanschette. Wie gesagt, leicht öffnen zur Seite. Und lasst die Ellbogen fest am Oberkörper dran. Also ihr macht mit mir Schulterdrücken. Im Wechsel. Wir haben die zweite Seite schon fast geschafft. Von 3 Seiten, Leute. Kommt. Auch ihr Mädels wollt schöne Schultern, schöne Arme für den Sommer. Komm. 5, 4, 3, 2, ich schummel, 1. Okay, sehr schön. Wieder leichtes Gewicht. Leichtes Gewicht, Arme strecken nach außen. Wir beugen jetzt auch wieder nur die Unterarme im Ellbogengelenk und strecken. Beugen, strecken. Wichtig ist, dass ihr die Ellbogen nicht senkt oder verschiebt. Die bleiben in einer Position. Kennt das bestimmt die Leute aus dem Fitness? Im Kabelzug ranziehen und öffnen. Ran und öffnen. Ist natürlich eine andere Belastung, ist mir klar, mit Kabelzug. Uff. 10 Sekunden. Und danach sind eure Arme tot, aber danach fordere ich von euch Liegestützen. Und ihr könnt die Liegestützen auch jederzeit hier auf der Erhöhung machen, wenn es euch hier einfacher fällt. Es geht hier auch jederzeit, okay? Ansonsten natürlich auf dem Boden. Los geht's. Entweder seid ihr dran mit hier beugen oder Liegestütze. Und ihr werdet merken, die Arme haben jetzt nicht mehr so viel Kraft. Aber die Brust hat sie ja noch. Teilweise. Puh. Komm. Komm, ich mache auf den Knien weiter. Auf geht's. 14, komm. Keine Pause. Puh, die Arme zittern. Oh, mal ausschütteln. Oh, yes. Okay. Liegestütz. Ich hole mir meine Decke. Ihr könnt auch eine Decke nehmen oder eine Matte, wenn ihr braucht. Wir kommen in den Unterarmstütz, aber wir wollen einen weiten machen. Wir öffnen die Arme weit zur Seite. Normalerweise seid ihr hier in Schulterhöhe. Bisschen weiter öffnen. Hoffentlich rutsche ich jetzt nicht auf der Decke. Und halten. Einfach nur halten. Weiter stützt, dass wir hier schön in die Brust kommen.
Ihr könnt jederzeit natürlich die Knie absenken und im Kniestütz halten. Die Decke rutscht. Aber es ist gleich noch schwerer. Auf geht's. Weiter Stütz. Weiter Plank. Wow. Das geht so in den Brustmuskel, Leute. Und Break. Sehr schön. Push-up. Nochmal Liegestütz. Ganz enge. Die Hände zeigen so zueinander. Aber hier die Decke weg. Mädels, bleibt hier auf den Knien. Ihr werdet das wahrscheinlich eh nicht schaffen. Ich gehe ein kleines Stück weiter hinter. Also Hände so zueinander bringen. Und jetzt wieder Ellbogen führen nach hinten. Brust zum Boden, okay? Ein paar gehen noch. Oh, 25, komm. Oh, Jesus. Zur Not kommt auch nur tief. Setz die Knie ab und den Kniestütz nach oben. Oh Gott. 9 Sekunden, komm. Auf den Knien gehen noch welche. Komm. 3, 2, 1. Noch einmal. Eine Cardio-Variante. Yes. Halber Burpee mit Hands up nochmal, okay? Also, wir sind hier nach außen gekommen mit dem Bein. Öffne die Beine nach außen. Push it wieder nach unten. Hände einmal abheben. Los geht's. Hier bleibt tief. Wir müssen noch ein bisschen die Beine arbeiten. Ihr habt es schon fast geschafft. Komm, 20 Sekunden. Und wenn ihr jetzt nicht springen könnt, lauft nach hinten, nach vorne, hands up. Nach hinten, nach vorne, hands up. Komm. Wow. Plank. Knie zum Ellbogen ranziehen, okay? Also hier unten halten und jetzt im Wechsel. Einmal rechts, einmal links. Einmal rechts, einmal links. Nochmal rechts, links. Bauchspannung. Rechts, links. Ich weiß, die Arme sind tot. Denkt daran, ihr könnt auch jederzeit hierher in die Erhöhung und hier ranziehen. Hier habt ihr es einfacher. Einfach rechts, links. Auf geht's. Ist nicht so eine Belastung in den Schultern. Ihr könnt es besser halten. Wow. Matte. Plank up and down. Und einmal Beine öffnen. Das hatten wir gestern auch schon. Zumindest das, die Schere. In den Stütz. Einmal ab. Beine öffnen. Und wieder hoch. Beine schließen. Tief. Jetzt habe ich es vergessen. Nochmal tief. Beine öffnen. Hochkommen. Beine schließen. Ihr müsst euch das immer wieder vorsagen. Tief. Beine öffnen. Hochkommen, schließen. Und ihr könnt auch hier in den Kniestütz kommen. Wenn es nicht mehr geht mit Beine öffnen und schließen, kommt in den Kniestütz und hier up and down. Sehr schön. Mountainclimber, yes. Da haben wir Bock drauf, ne? Nicht, auf geht's. Mountainclimber, oder ihr seid dran mit Plank up and down. Immer wieder Beine öffnen. Wenn ihr unten seid, hochkommen, Beine schließen. Sagt es euch vor. Wow.
euch nicht selbst. Wenn ihr nicht mehr könnt, kommt hierher. Und die Schultern nicht mehr tragen. 10, 5, komm. 3, 2, 1. Oh Gott. Ellbogenstütz. Ellbogenstütz und ein Seitsprung. Also einmal Seit, Mitte, Seit. Und wer es nicht springen kann, vor allem auch die, die das im Lendenwirbel vielleicht einfach zu sehr spüren, die Kraft im Bauch noch nicht haben. Hier unten einmal hierher laufen, zurücklaufen und zur anderen Seite. Tipp, 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 tipp. Auch hier kommt gerne auf die Erhöhung mit den Händen. Alles möglich. Oder eben Sprung. Oh, meine Schultern. Beuge abs. Der Bauch ist mal dran. Obwohl der Bauch die ganze Zeit schon unbewusst dabei ist. Hände hinter den Kopf. Ein Knie zieht zum Ellbogen ran. Ihr rotiert zum Knie auf. Das andere Bein streckt. Wieder wechseln. Andere Seite. Und wechseln. Haltet eine Sekunde und rotiert maximal zur Seite auf. Wow. Wir haben es gleich versprochen. Sehr schön. Break. Wow. Bike abs. For you. For me. Seitstütz. Ihr könnt, wenn ihr wollt, wieder ein Gewicht dazu nehmen. Kommt gerne in den Ellbogenstütz, wenn ihr euch hier besser halten könnt. Ihr könnt auch das Bein wieder vorne aufstellen. Und ihr tippt jetzt einmal mit der Hüfte zum Boden und schiebt euch wieder hoch. Ihr könnt gerne hier das Gewicht in der Luft halten. Fortgeschrittene kommen natürlich in den Oberstütz. Auch hier, damit ihr es mal seht, Beine sind auch hier oben gestützt. Also einmal Dip und wieder hoch. Tipp. Und auch hier könnt ihr gerne zur Unterstützung, wenn ihr doch noch nicht so weit seid, ein Bein vorne rannehmen. Drei, zwei. Oh, die Kraft ist weg. Plank halten. Plank halten, dann kommt die andere Seite. Und dann seid ihr durch. Ich halte dann noch einmal im Stütz oder auch alle die, die mit mir gemeinsam gestartet haben, halten dann noch mal im Stütz. Und dann seid ihr durch, Leute. Noch ein Seitstütz. Einfach nur hier im Ellbogenstütz halten. Der Po ist nicht hier oben. Auch nicht hier ganz unten, sondern ihr liegt in einer Linie. Wenn ihr einen Partner habt, lasst euch gerne korrigieren von ihm. Die Schultern sind überhalb der Ellbogen aufgestellt. Bauchspannung, Brustspannung, Po, alles angespannt. Halten, mehr nicht. Das Halten ist das Schlimmste. Und break. Sehr schön. Seitstütz, der letzte. Der letzte Seitstütz mit Hip Dip. Los geht's. Oh, weg damit. Und Tipp. Dip. Dip. Wie gesagt, kommt gerne wieder in die einfache Variante. Ellbogenstütz einmal vor euch aufstellen. Und hier, Hüfte tippen. Hüfte tief. Oder eins weiter hier. Auch wenn ihr, wieder gesagt, Handgelenkschmerzen habt, könnt ihr immer in dieser
Ellbogenstützvariante euch halten. Oh Gott, geht nicht mehr. 3, 2, halte dich noch. Und break, sehr schön. Die letzte. Ihr macht die letzte und ich halte noch einmal im Stütz. Alle, die mit mir begonnen haben, letzter Halt im Stütz. Ellbogenstütz halten. Last one. Yeah. Krafttag vorbei. Yeah. Halten. Die Glückshormone sind da. 4B. Oh, und ich hoffe, eure Männer haben auch geschwitzt und gejammert. Ich hoffe es so sehr. Wenn ihr euch hier nicht mehr halten könnt, setzt die Knie ab. Haltet trotzdem die Spannung leicht im Bauch. Bringt die Knie auch ein Stück weiter ran. Aber versucht euch noch ein bisschen im sozusagen zu stützen, zu halten, nicht durchzuhängen. 5. Meine Schultern. 3, 2, 1. Ja! Es war der letzte. Yes. One moment. Oh, meine Arme sind gekillt, ey. Und das alles nur mit. Ja, ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Das alles nur mit Waschmittel. Oh Mann. Oder was auch immer ihr benutzt habt. Wow. Gerne nochmal ein bisschen dehnen. Zieht euren Arm zur Seite. Beide Seiten gerne dehnen. Auch hier wieder alle Dehnvarianten, die ihr machen möchtet, könnt ihr machen. Seid ihr wieder frei. Aber dehnt ihr ein bisschen. War ja doch sehr eine Muskelpartie. Oder einen Bereich ganz enorm vielleicht trainiert. Und dann dehne ich in der Regel auch immer sehr gerne. Öffnen hier nochmal über den Kopf. Den Trizeps nochmal. Die andere Seite. Was ihr auch machen könnt, sind auch nochmal die Handgelenke. Ich weiß, die meisten haben nämlich nicht diese Kraft in den Handgelenken und merken das auch. Die Fingerspitzen zeigen zu euch. Die Daumen bleiben so nah wie möglich am Zeigefinger dran. Und ihr dehnt hier mal leicht nach hinten auf. Halten. So. Also, ich bin echt verschwitzt. Oh, geiles Workout. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dehnt, wie gesagt, noch mal ein bisschen. Ihr könnt auch hier die Hand drücken, dann mal zum Boden in die andere Richtung. Nochmal dehnen, auch hier einfach nach vorne halten, wenn es euch am Boden zu schwer fällt. Daumen einfach aussparen und nach hinten ziehen. Und dann haben wir das zweite Corona-Workout, Home-Workout gerockt. Sehr schön, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen da und gerne auch ein Abonnement, wie man auch das immer sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich aufs nächste Workout. Sagt mir gerne, was ihr wollt. Kraft, Cardio, Beine, Bauch, Po, Bizeps, Trizeps, ganz alleine, Brust, Rücken. Sagt mir, was ihr wollt. Ich liefere es euch. Ciao!